Naja, also man muss immer beim Vergleich zu einem anderen Ergebnis, und das ist ja der Grund, wenn man von einem schlechten Abschneiden spricht, den Basiswert natürlich sehen. Wir reden mit einem Vergleich von einem Ergebnis von vor 6 Jahren. 6 Jahre in der Politik sind mittlerweile ein Zeitraum, wo sich viel bewegt. Es ist nicht mehr so wie vor 30, 40 Jahren, dass stabile Mehrheitsfindungen über Jahrzehnte gelten, sondern die Menschen entscheiden sich immer wieder neu. Und vor 6 Jahren gab es ein sehr gutes SPD-Ergebnis. Und dieses Mal haben wir es nicht geschafft, die breite Stammwählerschaft sozusagen auch dazu zu bewegen, die SPD zu wählen. Eine sehr niedrige Wahlbeteiligung ist traditionell auch nicht das, was wir als Vorteil verbuchen können bei der SPD. Und so ergibt sich halt ein Wert von, ich würde mal sagen, die 8 würde ich noch nicht stehen lassen wollen, weil wir wissen, dass fast 50% aller Stimmzettel verändert wurden und dass wir jedenfalls in den letzten Jahren, in den letzten Wahlen immer aus diesen sogenannten panaschierten Stimmzetteln 2 bis 3 Mandate dazu gewonnen haben. Aber egal, geht es ja auch nicht darum, das in irgendeiner Weise schön zu reden, sondern wir haben es als Minder-SPD nicht geschafft, unser Potenzial zu heben. Das ist bedauerlich. Andererseits, wenn ich sehe, was uns noch vor Wochen in den Umfragen prognostiziert wurde, da lagen wir irgendwo bei 25%, dann sind wir doch deutlich besser gewesen die letzten Wochen und haben offenbar geschafft, in den letzten Wochen wenigstens noch einen Trendwende nach oben hinzubekommen. Was auch klar ist für mich, und das zeigt sich auch an der Diskrepanz zwischen Stimmen für mich persönlich als Oberbürgermeisterkandidaten und Stimmen für die Partei, dass auf dem Parteiwahlzettel halt die Partei im Kopf der Wählerinnen und Wähler ist. Und wenn man jetzt den Bundestrend sich anschaut, dann liegen wir da halt irgendwo bei 25-26%. Und die Wählerinnen und Wähler haben offenbar beim Ankreuzen des Listenkreuzes SPD doch auch immer mal so ein bisschen Bundespolitik im Hinterkopf. Und haben uns deswegen nicht in dem Umfang mit Vertrauen geschenkt wie noch bei der letzten Wahl. Das ist meine erste Analyse dazu, ohne Wählerwanderungen zu kennen und sonstiges. Sie haben gesagt, Sie sind kampfeslustig. Wie wird die Kampfeslust in den nächsten 14 Tagen dann aussehen? Naja, wir werden das tun, was wir jetzt die ganze Zeit getan haben. Wir werden gemeinsam alle unterwegs sein auf der Straße. Ich bin sehr stolz auf meine Partei, die in Infoständen und in großen Veranstaltungen wirklich geschafft hat, zu mobilisieren. Da können wir uns in jedem Vergleich standhalten. Und das werden wir die nächsten 14 Tage tun. Christian Ude wird gemeinsam mit mir dort wieder auftreten und einfach versuchen, für uns zu werben. Und natürlich werden wir auch darum kämpfen, dass diejenigen, die jetzt die Sabine Nallinger gewählt haben, den Dieter Reiter wählen. Auch das wird ein Teil unseres Kampfes sein. Ihr Konkurrent ist aber Herr Schmidt. Bleiben Sie bei München.